Ja, wir gucken uns heute den Tamiya TT02 im Detail an. Das ist eines der erlaubten Fahrzeuge im Porsche Cup der RCK Kleinserie. Und dem TT02 hängt so ein bisschen das Gerücht oder die Wer hat dieses Auto denn so dahingestellt? Hängt ein bisschen die Eigenschaft nach, dass es angeblich nicht lenkt, dass es zu wenig Vorderachsgriff hat. Und aus diesem Grund habe ich mir das Auto für mich dann jetzt auch in den aktiven Renneinsatz geholt, also nicht nur zum Probieren und zum Vergleichen untereinander, sondern wirklich, um das Auto eben auch selbst zu benutzen. Mit dieser wirklich tollen Lackierung, über die ich mich jedes Mal freue. Und ja, einfach um zu gucken, wie reagiert das eigentlich so im Vergleich mit den anderen auf der Strecke. Und ich stelle fest, ich bin mit dem Auto genau da, wo ich vorher mit dem TR03 auch gewesen bin. Plus, minus. Beim letzten Rennen war ich sogar dort, wo ich mich nicht gesehen hätte, weil das Auto einfach deutlich besser performt hat, als ich mir das gedacht habe. Ja, und da tauchte jetzt einfach ein paar Mal die Frage auf, zeig uns doch mal dein Setup. Mache ich gerne, gibt aber nicht so viel Setup an dem Auto. Dennoch gibt es ein paar Stellschrauben, die man machen kann, und auf die würde ich jetzt gerne im Detail mit euch eingehen. Das heißt, wir gucken uns das Auto wirklich an allen Stellschrauben, die man so drehen kann oder auch nicht drehen kann, einfach einmal an. Wir fangen mit der Karosserie als solches an. Da gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten. Man kann am Flügelchen was verstellen, aber es hat einfach keine Auswirkungen. Das heißt, die Karosserie nehmt ihr einfach, wie sie ist. Die ist auch nicht nach vorne oder nach hinten positioniert. Die hat genau ihre Positionierung, die Tamiya mit den Radlauf-Anzeichnungen dort vorgibt. Die Karosserie ist intakt. Das macht sicherlich immer einen Unterschied. Wenn die Karosserie völlig zerfleddert ist, dann ist das nicht so gut. Aber sie ist intakt. Sie, um vielleicht doch noch einen Setup-Punkt zu finden, hat eine vernünftige Höhe. Also wenn ihr da jetzt drauf guckt, das Ding steht nicht so nach oben. Der steht auch nicht quer da drin. Und ich zwinge den auch nicht da drauf. Das ist also auch immer wichtig. Die Karosserie darf sich ein Stückchen bewegen. Ich habe keine Verspannung da drin und sonst nichts. Das heißt, tatsächlich, ich habe hier kleine O-Ringe drunter in der Auflage. Und jetzt setze ich tatsächlich die Karosserieklammer schon in das nächstmögliche Loch da oben. Aber ich ziehe den nicht von unten mit noch mehr Gummis hoch, um den dann richtig runterzudrücken, sondern darf so ein bisschen in sich arbeiten. Das ist sicherlich kein Nachteil. Auch sind die Löcher in dem Fall so, wie sie im Baukasten sind. Bei einer unlackierten Karosserie muss man das beachten. Es war eine unlackierte Karosserie. Ich habe es beachtet, dass die Löcher einfach ein bisschen größer sind als die Karosseriehalter. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir für die 5 mm Karosseriehalter ein 12 mm Loch bohren, aber vielleicht nicht für die 5 mm Pfosten ein 4,9 mm Loch, sondern das da einfach, da muss ein bisschen Bewegung drin sein. Das darf arbeiten. So, also Karosserie weg. Gucken wir uns erst das Chassis an oder erst die anderen Sachen? Wir gucken uns erst die anderen Sachen an, damit wir ein bisschen Platz auf dem Tisch kriegen. Also, Fernsteuerung. Wieso gehört die Fernsteuerung zum Setup? Die gehört zum gesamten Fahrersetting sicherlich dazu, aber es gibt hier eine Einstellmöglichkeit, die finde ich wichtig, um auf das Fahrverhalten des Autos zu reagieren. Zum einen, je mehr ich drüber nachdenke, gibt es noch mehr Einstellmöglichkeiten. Wo ich aber darauf hinaus möchte, ist auf das Expo auf der Lenkung. Was heißt das? Normalerweise ist das Verhalten, was ich am Lenkrad drehe, linear zu dem, was das Servo macht. Das heißt, ich drehe hier 10%, das Servo bewegt sich 10%. Jetzt gibt es Menschen, da zähle ich mich auch zu, die sind nicht sonderlich feinfühlig und zittern gerne mal. Gerade so um die Nulllage rum. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe die ganze Zeit so auf dem Fahrerstand oder jedes kleinste Zucken, jedes kleinste Korrigieren wird vom Auto direkt umgesetzt und dann wird das Auto einfach biestig. Deswegen haben wir die Möglichkeit, über die Expo-Funktion, die man für Gas und Lenkung getrennt einstellen kann, für Expo auf der Lenkung das Ganze um die Nulllage rum etwas gefühlloser zu machen. Ich verstelle damit nicht den Servoweg, ich verstelle damit nicht die Geschwindigkeit oder sonst irgendwas, sondern ich sage dem Ding einfach nur, da kommen hier die ersten 10%, die du dich da jetzt bewegst, die ignorierst du mal besser ein bisschen und setzt den Befehl erst etwas später um.
Das heißt, diese Kurve ist nicht mehr linear, sondern verläuft letztlich exponentiell. Das kann positiv exponentiell wie auch negativ exponentiell verlaufen. Bei einer Sanwa-Fernsteuerung heißt, um die Nulllage unempfindlicher machen, immer das Ganze mit einer negativen Expo zu versehen. Dann ist es beim Setup sicherlich auch ebenso wichtig, dass wir den gesamten Lenkeinschlag begrenzen. Dazu gibt es wieder bei Sanwa zwei verschiedene Punkte. Wir haben den Punkt Dual Rate und wir haben den Punkt EPA. EPA steht für Endpoint Adjustment. Wichtig ist, ihr stellt das Auto hin, ihr habt das Auto so eingestellt, dass es geradeaus fährt, dass es neutral fährt. Und dann könnt ihr gucken, EPA Left, EPA Right, dass ihr den Lenkeinschlag so einstellt, dass das Servo nicht das Auto verbiegt, weil das Servo macht 100% und das Auto kann vielleicht nur 60%. Und dann guckt ihr eben, dass ihr dieses Endpoint Adjustment hier auf 60% setzt. Ich gehe dann gerne her und gebe dem Ganzen nochmal ungefähr 5% mehr als das, was hier schon Endanschlag ist. Einfach aufgrund dessen, weil das Auto an sich ja noch Spiel in sich entwickelt hat oder schon einen Baukasten drin hat. Und ich so einfach noch ein bisschen darauf reagiere und sage, na komm, ich möchte noch ein bisschen mehr mitnehmen. Die Dual-Rate-Funktion lasse ich für mich komplett außen vor, weil ich für mich immer sage, das Auto muss das Maximum dessen an Lenkeinschlag können, was mechanisch möglich ist. Und das geht eben über dieses Endpoint-Adjustment. Und über Dual-Rate könnte ich dann einfach beide Seiten gleichzeitig runterfahren. Gleichzeitig runterfahren möchte ich nicht, deswegen Endpoint Adjustment Left and Right getrennt voneinander, einfach damit ich das wirklich für mich perfekt einstellen kann. Gut, Fernsteuerung weg. Wir gucken weiter bei Elektronik und Ausstattung. Ich habe hier einen Tamiya-Regler drin, aber das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, das macht letztlich keinen Unterschied im Setup. Also fahrt den Regler, der erlaubt ist, den ihr habt und den ihr nutzen wollt. Das ist kein Unterschied. Was ich jetzt nutze, ist der 5,2er LRP-Akku, weil der 5,2er LRP-Akku meines Erachtens nach den bestmöglichen Dampf über die gesamte Laufzeit zur Verfügung stellt. Der Akku spielt schon eine gewisse Rolle bei dem Setup, weil der Akku hat ja ein Gewicht. Dieser 5,2er LRP-Akku ist im Rahmen der erlaubten Akkus mit das Schwerste dessen, was man fahren darf. Ihr seht, der Akku sitzt ja nicht mittig. Wenn wir jetzt hier 150 Gramm oder 220 Gramm hinlegen, hat das auf die Gewichtsbalance einen Unterschied. Ich reagiere nicht drauf, also ich habe nichts ausgeglichen, aber wenn ich trainiere, wenn ich fahre, versuche ich nach Möglichkeit immer mit dem 5,2er dann auch zu fahren, damit ich das gleiche Gewicht und die gleiche Gewichtsverteilung drin habe. Das verhält sich ja schon dann im Fahrverhalten links, rechts sonst unterschiedlich. Dann kommt dazu, dass ich mit einem sehr guten Akku eine etwas höhere Eingangsgeschwindigkeit in die Kurve habe im Vergleich zu einem wirklich sehr schlecht ausgelutschten Akku. Und wenn das der Fall ist, dass ihr einen schlechten Trainingsakku und einen guten Rennakku habt und der Unterschied wirklich groß ist, dann kann das sein, dass ihr im Training ein Auto habt, was für euch perfekt fährt. Dann baut ihr den dicken Akku ein und auf einmal fährt das Auto nicht mehr, weil eben die Anfahrtgeschwindigkeit nicht passt. Dann merkt ihr, dann hebt das Auto auf einmal das Bein schon, obwohl es das vorher noch gar nicht getan hat. Ja, weil ihr schneller seid. Also solltet ihr da einfach ein bisschen gucken. Es geht nicht um das kleinste Mühe, aber um die großen Unterschiede einfach rauszunehmen, dass da Trainings- und Rennakku die gleiche Bedingung haben. So, Akku legen wir auch weg. Dann gucken wir uns den Rest vom Auto an. Das Wichtigste am Auto ist in meinen Augen der Reifen, an diesem Auto. Wir können an dem Auto nicht so viel einstellen. Wir können den Reifen einstellen, wir können ein bisschen was am Dämpfer machen und wir können was an der Vorspur machen. Alle anderen Dinge an dem Auto sind nicht einstellbar. Ich kann keinen Sturz einstellen an dem Auto. Das heißt, alles ist so, wie es ist. Ich habe bei meinem Auto auch keinerlei Shims eingebaut. Es gibt ja schon mal Leute, die sagen, das wackelt hier bei Tamiya. Und ja, das wackelt. Und ich baue das raus, indem ich alles irgendwie unterlege, indem alles perfekt läuft. Das könnt ihr probieren, aber ich habe noch keinen damit gesehen, der damit wirklich besser fährt. Also ja, so ein Tamiya hat unglaublich viel Spiel, unglaublich viel Toleranz und genau deshalb fährt er. Also meine Empfehlung, ich bin nicht der schnellste Fahrer, aber ich bin nicht langsam mit dem Auto, baut das Auto einfach so, wie es ist. Hört auf, damit Shims dran rumzuspielen. Ihr dürft das, wenn ihr das wollt,
Aber in meinen Augen macht ihr es damit nicht besser. Ihr verschlechtert die Situation. Meine Einschätzung. Ich habe jetzt hier noch den Maxlar Frontrahmer drin. Theoretisch hat er eine Auswirkung, weil er ein bisschen schwerer ist. Das heißt, wir verschieben die Balance ein bisschen nach vorne. In der Praxis, wer den Unterschied beim Porsche merkt, der darf sich gerne bei mir melden. Ich merke ihn nicht. Ich habe den drin, weil er einfach einen Stoß sehr gut absorbiert und trotzdem mit so einer Art Memory-Funktion ausgestattet ist. Also da hat man lange was von. Ja, ansonsten ist das Auto wie im Baukasten aufgebaut. Keine Shims, kein Kleber, der irgendwo hilft. Da kommt der nächste Setup-Punkt. Wir können noch was an den Diffs machen. An den Diffs können wir mit Öl arbeiten, mit Öl oder Fett. Da gibt es die Möglichkeit, im Baukasten ist das Diff nicht abgedichtet. Das heißt, wenn ich dort ein Öl reinschütte, wie bei einem Automatics A800R oder bei einem X-Ray X4, dann wird dieses Öl wieder rauswandern. Ich erziele mit dem Öl also keine Sperrwirkung. Die einzige Sperrwirkung, die ich erzielen kann, ist, indem ich das Diff irgendwie zwinge, sich nicht weiter zu drehen. Das kriege ich hin mit einem zähen Fett, welches sich nicht im Diff verteilt, welches eine gewisse Haftwirkung hat. Ansonsten ist jede Art von Fett und Öl bei diesen Differentialen, die nicht abgedichtet sind, dass es sich mit jedem gefahrenen Akku immer etwas weiter entspannt. Also ich bekomme keine permanente Sperrwirkung hin. So, wie habe ich es bei mir eingestellt? Bei mir ist das Diff hinten komplett offen. Hinten komplett offen heißt, ich habe sogar nur Dry Fluid im Differential. Das heißt, mein Differential, wenn du es aufmachst, ist trocken. Ich habe diese weiße Beschichtung da drauf, aber es ist trocken. Und es würde bedeuten, in dem Moment, wo das Auto ein Beinchen hebt, würde das Rad in der Luft durchdrehen und das andere hätte entsprechend Bodenkontakt. Ihr habt die Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu sperren oder nicht zu sperren. Letztlich, Setup ist immer Geschmackssache. Ich zeige euch, wie es bei mir aussieht. Und bei mir ist es hinten komplett offen. Vorne gibt es viele, die einen Spool einbauen. Spool heißt, ich bringe viel Zwang in das Differential rein, so dass ich, wann immer ich an dem Rad drehe, das andere Rad sich nicht in die entgegengesetzte Richtung dreht, sondern das Ganze im Prinzip eine feste Verbindung miteinander eingegangen ist. Diese Spool-Geschichte kann man lösen, indem man zum Beispiel Knete ins Diff reinpackt. Dann ist das alles sehr, sehr schwergängig, indem man das Getriebe miteinander verklebt. Dann hat man wirklich eine hundertprozentige Sperre. Und der Spool an der Vorderachse hat ganz viele Vorteile und auch ganz viele Nachteile. Bei mir ist beim TT02 auf griffigen Strecken kein Spool, keine Sperrwirkung, alles offen. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, du musst zwingend den Spool einbauen. Ich habe das auch probiert und es gibt auch Strecken, auf denen gefällt mir der Spool sehr viel besser. Deswegen ist das eine Variante, wo ich sage, ja, das sollte man sich offen halten. Aber bei mir jetzt im Moment, auch das vordere Diff ist komplett offen. Eine der Mythen, man könne das nicht offen fahren. Blödsinn, man kann das offen fahren. Es hängt eben von allen Gegebenheiten ab. Man kann also nicht sagen, A oder B ist besser, sondern man muss für sich selbst entscheiden, unter diesen Rahmenbedingungen, auf dieser Strecke, mit mir als Fahrer, gefällt mir das oder das besser. Das eine ist dann das Gefühl, das andere ist die Zeit. Manchmal sind Zeit und Gefühl unterschiedlich zueinander. Also das macht Sinn, einen Eindruck zu bekommen, aber letztlich die Zeitnahme nochmal zu fragen, ob der Eindruck sich denn auch durchgesetzt hat. Und auch da macht es Sinn, darüber nachzudenken, war ich jetzt eine Runde schnell, weil das Auto super, super tricky zu fahren ist? Oder war ich 8 Minuten lang schnell, weil es vielleicht ein Müh langsamer ist, aber für mich sich viel sicherer anfühlt? Und die schnellste Runde spielt keine große Rolle, die pusht nur das Ego, aber sonst macht die im Rennen nicht so viel. Wichtig ist, wie fährt sich das Auto über die Zeit? Und da ist der TT02 in meinen Augen was richtig, richtig Gutes, weil er einfach sehr dankbar ist. Das spielt so ein bisschen in die gleiche Richtung wie die Aussage, das Auto lenkt nicht. Es lenkt vielleicht etwas weniger, ist dadurch aber gerade für die Leute, die so ein Hektiker sind wie ich oder aber in dem Hobby relativ neu sind, einfach die bessere Methode, um da dran zu gehen. Also, Diff hinten offen, Diff vorne offen. Vorne mit der Option, da noch etwas mehr dran zu machen. Was man einstellen kann an dem Auto, ist neben den Dämpfern und den Reifen, da kommen wir gleich zu, ist die Vorspur an der Vorderachse. Ich weiß nicht genau, in welcher Position man das jetzt am besten sieht. Ihr seht, die ist vorne ganz schön offen. Also normalerweise baut man das neutral oder
macht es ein ganz klein wenig offen. Und ich habe es jetzt hier richtig krass geöffnet. Also ich rede hier von ungefähr 1,5 Grad pro Seite. Jetzt hat das Auto natürlich so viel Spiel, dass man selber gar nicht so genau, also diese ganze Bewegung hier kommt jetzt nur aus dem Spiel. Das heißt, ich kann von einer fast neutralen 0-Grad Lenkung bis hin zu locker 2,5 Grad pro Seite alles ohne eine Änderung der Einstellung realisieren, nur durch das Spiel da drin. Das heißt, nehmt auch da das bitte nicht so genau. Guckt, dass ihr die Spurstange links und rechts auf die gleiche Länge gebracht habt und dann dreht ihr einfach mehr oder weniger auf. Ob das 1,5 oder 1 Grad oder 2 sind, lasst euch von den Zahlen nicht blenden. Das muss sich gut anfühlen und das muss schnell sein. Durch diese extrem offene Spur bringe ich das Auto dazu, wirklich aggressiv einzulenken und den Speed in die Kurve mitzunehmen, den ich da drin haben möchte. Zu einem normalen Setup passt das nicht. Also das ist jetzt nicht unbedingt auf andere Autos übertragbar. Und auch da ist es wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, naja, wenn dir das zu viel ist, dann drehst du wieder zurück. Aber man kann das Auto so auf jeden Fall extrem lenkig bauen. Dämpfer. Bei den Dämpfern gibt es den nächsten Mythos, ähnlich wie bei den Differentialen. Ich fahre meine Dämpfer sehr nah an der Standardkonfiguration. Also da sind Einlochplatten drin. Standardkonfiguration wäre die Dreilochplatte. Und ich fahre das Öl, was bei den Dämpfern bei ist. Das ist ein 400er Öl, super weich. Es gibt Leute, die gehen im Dämpfer auf 1000, 1500, 2000. Ja, das kann sein, dass das bei denen funktioniert. Ich fand es nicht besser. Deswegen, dieses Auto, so wie es ist, ist es vernünftig, fährt vernünftig. 400er Öl rundherum, Einlochplatte. Den Ausfederweg begrenze ich nicht. Ausfederweg begrenzen würde bedeuten, dass man unter die Kolbenplatte auf den Kolben eine Unterlegscheibe setzt und dann hindert man den Dämpfer daran, voll auszufedern. Das kann man machen, um das Auto etwas spitzer fahren zu lassen. Hier in dem Fall habe ich nichts begrenzt. Es ist alles offen. Er darf so viel ausfedern, wie er mechanisch im Baukasten in der Lage ist, auszufedern. Ja, wichtigster Punkt. Wirklich, wichtigste Stellschraube, Reifen. Und auch beim Thema Reifen gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. Ich habe jetzt hier einen Musterradsatz drauf, der sieht schön aus, aber so wie der aussieht, fahre ich den natürlich nicht. Das seht ihr selbst. Also der Reifen ist neu. Ein neuer Reifen im Tamiya oder diese neuen Tamiya-Reifen funktionieren im Porsche Cup nicht. Was wir hinterher fahren, den stelle ich jetzt mal daneben, ist dieser Zustand. Ihr seht, da ist schon eine Rille dran, ihr seht, außen ist eine Klebekante dran und die Klebekante ist auch gleichzeitig mit das wichtigste Instrument. Also, ihr braucht einen gebrauchten Reifensatz. Ich halte das bei mir so, dass ich immer 2 Reifensätze habe und fange damit ein bisschen an zu jonglieren. Vielleicht habe ich sogar einen dritten als Backup, als neuen in der Kiste. Und indem ich 2 verschiedene Reifensätze habe, die verschieden alt sind, habe ich auch Reifensätze, die verschieden weich sind. Meistens sind die alten Reifen die weicheren und die griffigeren. Und dann kann ich so jonglieren und probieren. Ich markiere mir meine Reifen. Da steht dann also drin, ob das vorne links, hinten rechts ist, damit ich weiß, wo es montiert gewesen ist. Ich tausche auch von links nach rechts. Das heißt, manchmal ist auch der rechte Reifen links oder der linke Reifen rechts. Aber ich weiß so grundsätzlich, wo er herkommt und kann die Reifen identifizieren und unterscheiden. Und wenn ich jetzt sage, ich will ein Auto haben, was mehr lenkt, dann baue ich mir den weicheren Reifen auf die Vorderachse. Will ich ein Auto haben, was sicherer fährt, dann baue ich mir den weicheren Reifen auf die Hinterachse. Ich vergleiche jetzt nicht vorne, hinten, sondern ich vergleiche Satz 1 mit Satz 2. Was ich dann zum Probieren einfach häufig mache, ist, weil ich meine 2 Satz habe, ich probiere einfach, wie verhält sich der eine Satz, wie verhält sich der andere Satz. Ich versuche, dass beide Reifensätze relativ ähnlich sind, sodass ich im Falle eines Defektes auch tauschen kann, ohne ein Problem zu bekommen. Im Großen und Ganzen ist das aber erstmal eine Möglichkeit, ein bisschen damit zu spielen. Und da Sätze in verschiedenen Zuständen zu haben, macht absolut Sinn. Und bitte nicht mit neuen Reifen. Neue Reifen brauchen einfach. Fährt zwar präzise, ist aber einfach überhaupt nicht schnell. Den Griff baut ihr erst auf, wenn der Reifen weich geworden ist. Wie wird der Reifen weich? Damit der Reifen weich wird, brauchen wir ein Reifenhaftmittel. Ich benutze in dem Fall das Maxlar Sidebite Haftmittel. Das ist für mich ein guter Standard, ein sehr guter Standard, mit dem ich gut und vernünftig klarkomme. Und habe einfach gesagt, ich fokussiere mich auf ein Haftmittel. Es gibt am Markt Dutzende verschiedene Haftmittel und jedes arbeitet auch anders. Jedes funktioniert mit dem Reifen anders, funktioniert mit der Einwirkzeit, mit der Menge. Immer unterschiedlich. Und ich habe einfach gesagt, ich will eine Konstante da drin haben und das ist eben dieses Haftmittel.
Das Haftmittel trage ich bei mir auf allen vier Reifen gleichermaßen über die volle Breite auf. Und ich trage so viel auf, dass der Reifen komplett nass ist. Es tropft nichts runter, aber ich habe auch keine trockenen Stellen. Er ist einfach einmal komplett nass. Hier ist so ein Schwamm mit drin. Da funktioniert das sehr, sehr gut, ohne sich die Finger dabei besonders schmutzig zu machen. Man könnte jetzt auch noch hergehen und könnte ein zweites Mal schmieren, ein drittes Mal schmieren, um ein Verhältnis zu ändern. Man könnte vielleicht nur die Innenseite schmieren. Also ihr seht, es gibt ganz viele Stellschrauben. Ich sage mit dem Haftmittel voll schmieren, vorne wie hinten. Eine der weiteren Stellschrauben ist, wann schmiere ich? Das ist wirklich wichtig. Also wenn ihr einfach schmiert und dann geht ihr weg und macht hier was und macht da was, dann verhält das Auto sich anders, als wenn ihr drauf schmiert und das Auto direkt hinstellt. Obwohl es das gleiche Haftmittel ist. Also der Faktor Einwirkzeit ist ganz wichtig. Und ich versuche auch da, das Ganze möglichst konstant zu bringen. Ich schmiere 10 Minuten vorher. 10 Minuten vor meinem Einsatz. Wenn ich will, dass das Ganze mehr Griff aufbaut, schmiere ich deutlich vorher. Wenn ich sage, das hat zu viel Griff, ich will lieber ein bisschen weniger haben, ich will das lieber runder haben, mehr Kurvenspeed mitnehmen, dann schmiere ich nicht 10, sondern vielleicht 5 Minuten vorher. Ich wische das überflüssige Haftmittel ab, bevor ich zur Strecke gehe. Das ist so wichtig, viele Streckenbetreiber mögen das gar nicht, wenn ihr das nasse Auto dahin stellt. In Essen zum Beispiel gibt es extra so einen Abschmiertisch auf der Höhe, wo man das Auto draufsetzen kann. Sollte man dann auch tun. Wichtig ist dann, gerade im Rennen, ich stelle das Auto hin und ich stelle es nicht in den Dreck. Und ich fahre meine Einführungsrunde auch nicht über die Begrenzung und hier noch neben der Fahrbahn und da noch lang und da noch lang, weil dann war all das, was ihr vorher mit dem Schmieren gemacht habt, völlig für die Katz. Ihr holt euch dann den ganzen Mist auf die Reifen und das Auto fährt wieder nicht mehr und ihr braucht wieder Zeit, bis das Auto läuft. Und eigentlich soll das Haftmittel ja dafür da sein, dass das Auto direkt funktioniert. Also, ich sehe zu, wenn ich meine Einführungsrunde gemacht habe, dass ich mich irgendwo so ein bisschen positioniere, wo es relativ sauber ist. Da muss man immer gucken, man darf ja nicht auf der Ideallinie stehen bleiben, während man wartet. Also da einfach ein bisschen mit Köpfchen dran gehen. Hat nichts mit dem Setup direkt zu tun, aber so erhalte ich mir mein Setup und mache es mir eben nicht kaputt. Ja, dann ist der nächste Punkt, der auch wichtig ist zum Schmieren. Bevor ich schmiere, mache ich meine Reifen mit Bremsenreiniger sauber. Und das mache ich so lange, ich mache das mit einem Papiertuch, so lange, bis das Papiertuch nicht mehr tief schwarz ist. Da gibt es Leute, die machen das, bis das Papiertuch überhaupt keine Farbe mehr annimmt. Und es gibt Leute, die machen es gar nicht. Ob man die Reifen vorher sauber macht oder nicht, spielt eine ganz wichtige Rolle. Auch womit man die Reifen vorher sauber macht, spielt eine wichtige Rolle. Man könnte andere Dinge benutzen als den Bremsenreiniger. Ich nehme den Bremsenreiniger, ich nehme den von Würth und ich nehme mein Papiertuch dafür. Und das ist für mich eine Lösung, die sehr, sehr gut funktioniert. Ich mache die Reifen sauber, bevor ich sie schmiere. Also nicht fahren, sauber machen, stehen lassen, schmieren, sondern fahren, stehen lassen, sauber machen, schmieren. In der Reihenfolge. Kann jeder so machen, wie er will, aber es geht ja um mein Setup. Mein Setup ist eben so, dass ich sauber mache, bevor ich schmiere. So, Bremsenreiniger wieder weg. Wichtigster Punkt an der Vorderachse, neben dem Reifenzustand, ist der Sekundenkleber. Wir reden dann immer von einer Klebekante. Kann man hier auf dem Reifen, kann man sie sehr gut sehen, gerade im Vergleich zu dem originalen Reifen, der eben da ist. Es geht hier zum einen dabei darum, die Flanke mit Sekundenkleber zu bestreichen, zum anderen aber auch die Schulter des Reifens und dann sogar ein Stück weit bis in die Lauffläche des Reifens. Und ihr seht jetzt hier, diese Klebekante ist sehr ordentlich, also da sind keine Verkrustungen drin, da ist kein Dreck drin. Da bin ich einmal daneben geraten, vielleicht soll ich die Stelle nicht zeigen, wenn ich sowas behaupte. Aber ansonsten sieht die sehr, sehr, sehr ordentlich aus und das Ganze löse ich mit Sekundenkleber. Wie man das richtig appliziert, können wir noch in einem anderen Video auch noch machen. Ich merke immer mehr Dinge, die man zeigen kann. Und diese Sekundenkleberkante sorgt einfach dafür, dass wenn das Auto jetzt an dem Punkt ist einzulenken, es normalerweise anfangen würde, sich etwas abzustützen und jetzt kriegt es Griff auf die Schulter, Griff auf die Flanke und dann kippt das Auto. Machen wir das Ganze mit einer Sekundenkleberkante, fängt das auch an, sich abzustützen, aber ab dem Moment passiert genau das, was jetzt hier auf dem Tisch passiert, das Auto rutscht auf der Sekundenkleberkante weiter. Es hat gleichzeitig noch Griff auf der Innenseite, damit es sich auch reinziehen kann zum Lenken. Aber ich habe das Rollen weg. Also das Überschlagen ist komplett raus. Und gleichzeitig, ähnlich wie mit der Expo-Funktion, kann ich über die Sekundenkleberkante auch von meinem Auto
einstellen, ob es jetzt sehr agil reagiert oder ob es sehr träge reagiert. Ich empfehle, bei der Sekundenkleberkante sich nach und nach ranzutasten, weil es ist leicht, die Sekundenkleberkante zu erhöhen und es ist schwer, sie wieder zu verringern. Auch da kann es helfen, verschiedene Radsätze zu haben, wo man einfach sagt, ja, hiermit habe ich jetzt einen agilen Radsatz, hiermit habe ich einen nicht so agilen Radsatz. Dafür benutze ich auch den Maxler Sekundenkleber. Der ist nicht ganz so viskos wie der ein oder andere Kleber. Das ist Absicht. Und gerade für die Geschichte eignet der sich hervorragend. Der bleibt auch nach dem Aushärten noch ein Stück weit flexibel. Das ist wichtig, weil es ist halt immer noch ein Reifen und ihr seht, das darf sich hier immer noch bewegen. Und wenn der jetzt so aushärten würde, dass er komplett unflexibel wäre, würde das hier jeweils zu einem Aufbrechen der Klebekante führen. Und das wollen wir nicht. Klebekante verschleißt natürlich. Das heißt, man muss da immer wieder mal rangehen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein super wichtiges Tool. Ja, und um die Maxler-Werbung noch völlig zu vollenden, ein Punkt, den ich eben vergessen habe, der beim Setup aber auch eine wichtige Rolle spielt, zumindest ein Stück weit, das ist das Lageröl von Maxler. Damit öle ich die Lager vom Motor. Der Motor hat nur Gleitlager, das heißt, dass das Zeug verfliegt und nur weil ich das jetzt geölt habe, heißt das nicht, ich muss das ein ganzes Leben lang nie wieder machen, sondern das macht schon Sinn, alle 2, 3 Akkus da mal einen Tropfen drauf zu packen. Und auch da, auch wenn es Arbeit macht, ihr seht das Lager hinten, aber ihr seht das Lager nicht vorne. Also Motor raus und vorne genauso einen Tropfen drauf. Das zeigt sich in einer höheren Drehzahl und in einem Drehmoment, welches sich einfach besser entfalten kann. Der Motor hat kein Drehmoment. Das Gleitlager hemmt den Motor und hiermit heben wir einfach diese Hemmung ein Stück weit auf. Also, zusammengefasst, Reifen mit Klebekante, Reifen mit einer ordentlichen Klebekante, gebrauchte Reifen, viel Vorspur an der Vorderachse, 400er Öl im Dämpfer mit der Einlochplatte und keine Ausfederwegsbegrenzung, Differential vorne und hinten offen. Das ist mein Setup, was ich in dem Auto so fahre. Ihr werdet andere Setups finden, die genauso gut funktionieren, die vielleicht sogar besser funktionieren. Bedenkt bitte dabei immer, ganz, ganz wichtig, lasst euch nicht von irgendwem irgendwas aufquatschen. Lasst euch auch von mir nichts aufquatschen. Nehmt das gerne als Orientierung, fangt damit gerne an. Aber ihr müsst damit fahren, nicht ich. Nur weil das bei mir funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es bei jedem anderen auch geht. Also, probieren geht über Studieren an der Stelle. Man kann sich in der Theorie ganz viele Gedanken machen. Am Ende zählt nur die Zeit und die muss bei euch passen. Und das geht auch sehr, sehr gut mit dem 992 GT3. Das ist nämlich ein richtig fixes Auto.